Herzlich willkommen zu einem Video meines YouTube-Kanals Mathe ist chillig. Es ist ein Video der Reihe Umgang mit Word 2016. Aufgabe: Gestalte das abgebildete Aufgabenblatt. Ja, innerhalb dieser Reihe werden wir die einzelnen Funktionen von Word 2016 kennenlernen, um dieses Aufgabenblatt zu gestalten. Wir werden noch weitere Funktionen kennenlernen, um dieses Aufgabenblatt zu verändern, zu optimieren und auch um weitere Funktionen kennenzulernen. Video 5 der Reihe Umgang mit Word 2016. Inhalte von diesem Video 5 sind: erstellte Tabelle ohne Inhalt formatieren, Rahmenlinien hinzufügen, entfernen, Rahmenlinien formatieren, Gitternetzlinien anzeigen, ja oder nein, Zellen schattieren. Aufgabe zu Video 5. Gestalte die hier abgebildete Tabelle, auch Tabellengerüst genannt, der Kopf des Aufgabenblattes, ohne Inhalt, wie oben dargestellt. Aber den Inhalt, wie schon gesagt, lassen wir weg. Dabei soll die dicke Strichstärke 3 Punkte und die dünnere 1,5 Punkte sein. Die Rahmenlinien sind durchgezogen und es gibt keinen Rahmen. Was bedeutet 3 Punkte? Ein Punkt bedeutet 0,3527 mm. Das heißt, 10 Punkte würden dann entsprechend 3,5 mm sein. Und so rechnet man das dann um. Also ein Punkt, ein Desktop-Publishing-Punkt, ist 0,3527 mm. So, beginnen wir doch mal. Also, wir haben hier unten keinen Rahmen. Man sieht hier zwar so Linien, aber wenn man es druckt, wird man sie nicht sehen. So, hier unten soll kein Rahmen. Da haben wir einmal die Möglichkeit, das jetzt alles zu markieren. Und dann gehen wir hier oben auf Tabellenentwurf. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, wir wollen jetzt hier diese Linien wegmachen, aber nicht die Tabelle wegmachen, sondern lediglich die Formatierung. Das heißt, ich gehe hier oben auf die Linie und da gibt es keinen Rand. So, und jetzt habe ich hier den Rahmen übertragen, der ist schon aktiviert und kann jetzt zu denen hier hingehen und die linke Maustaste drücken. Dann gehe ich zur nächsten, linke Maustaste drücken. Wenn es nicht geht, muss ich es nochmal wieder aktivieren. So. So, und wenn ich jetzt was Neues machen möchte, ich möchte jetzt ja die 3PT-Strichstärke machen, dann gehe ich hier oben wieder rein und stelle jetzt auf durchgezogene Linie und kann hier jetzt entsprechend die Stiftstärke eingeben. 1,5 ist schon drin, aber wir haben ja 3PT. Das heißt, hier haben wir 3 Punkte. Dann gehe ich wieder hier mit meinem Stift hin. So, und das ist ja der äußere Rahmen. Dann klicke ich hier wieder an. Alle die entsprechenden Linien, die 3PT sein sollen. Und wenn ich das dann fertig habe, dann kümmere ich mich gleich. Jetzt ist der Stift wieder weg. Jetzt muss ich nochmal wiederholen. So, und jetzt muss ich mich noch um die 1,5 entsprechende Strichstärke kümmern. Das heißt, ich gehe hier oben wieder rein und gebe 1,5 ein. Und gehe wieder hin, linke Maustaste drücken. Ja, und damit wäre die Tabelle fertig. Das habe ich jetzt hier entsprechend mit dem Stift gemacht, über Rahmen übertragen. Ich möchte euch jetzt noch eine zweite Version zeigen. Ja, um jetzt den Stift wegzubekommen, drücke ich einmal die ESC-Taste, die Escape-Taste. Dann ist er weg und ich kann wieder normal arbeiten. So, die zweite Möglichkeit ist, du gehst mit dem Cursor hier rein und markierst das, wo du gleich entsprechend
den Rahmen weg haben möchtest. Dann gehe hier auf Rahmen und gebe hier jetzt keinen Rahmen an. Das ist eine Möglichkeit. So, dann ist zwar hier oben auch das schon weg, aber diese Linie könnte ich mir wieder machen, indem ich jetzt hier oben reingehe und dann Rahmenlinie oben. Allerdings ist hier noch 1,5 PT von eben, also müsste ich das nochmal auf kurz 1,5 PT stellen, damit so ist wie normalerweise üblich. Damit hätte ich das jetzt schon erledigt. Wenn ich jetzt den ganzen äußeren Rahmen, der 3 Punkte dick sein soll, machen möchte, muss ich darauf achten, dass ich diese ganze Tabelle markiere. Und wie du jetzt hier siehst, ist das nicht markiert. Also würde es so nicht klappen. Ich zeige es dir mal kurz, dass es nicht klappt. Also ich stelle hier auf 3 Punkte und würde jetzt den entsprechenden äußeren Rahmen nehmen. Und da siehst du, der macht nur das. Aber das wollen wir ja gar nicht. Deswegen unbedingt beim Markieren darauf achten, dass jede Zelle markiert ist. So, und das mache ich. Jetzt ist jede Zelle markiert. Und jetzt kann ich hier oben auf Rahmen gehen. Rahmenlinien außen. So, und wenn ich jetzt innen drin die Linien verändern möchte, gebe ich hier oben jetzt 1,5 Punkte ein. Und gehe wieder auf Rahmen. Und dann finden wir hier Rahmenlinien innen. Man sieht ja auch schon sofort, dass das dicker geworden ist. Gell? Wenn ich jetzt also hier bin, ist es gar nicht. Und hier alle Rahmenlinien und Rahmenlinien innen wäre jetzt so. Und da müsste ich jetzt natürlich nochmal drauf drücken, weil der jetzt das weggemacht hat. Und dann habe ich es auch. So, und das wäre der Rahmen. Das ist also die zweite Möglichkeit. Ja, und die dritte Möglichkeit, die ich habe, ist, ich markiere hier meine 2 Zellen, gehe dann entsprechend auf Entwurf und gehe hier unten bei Rahmen übertragen auf dieses kleine Symbol. Da steht dann Rahmen über und Schattierung. So, und hier kann ich jetzt zwar die Linie direkt nicht wählen, dass ich sage, ich will keinen Rand haben, ja. Aber ich kann hier jetzt die Linie dann entsprechend wegmachen, indem ich das zurzeit aktivierte Bild hier nutze und da draufklicke. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, geht die untere Linie weg. Wenn ich hier draufklicke, die linke. Hier die in der Mitte. Und hier die rechte. Man sieht, wie hier die Linien verschwunden sind. So, wenn ich jetzt auf OK klicke, dann sind die Linien weg. Ja, stattdessen könntest du auch natürlich zu diesem Menü kommen, indem du auf Rahmen gehst, Rahmen und Schattierung klickst und hast das gleiche dann hier. Genauso gehe ich jetzt mit den anderen Rahmen vor. Das heißt, ich markiere jetzt erst einmal wiederum alle Zellen, wo jetzt dieser dicke 3PT-Rahmen rumgeht. Gehe auf Entwurf, Rahmen, Rahmenschattierung. Ich habe schon eine durchgezogene Linie. Ich könnte hier auch andere wählen, aber ich brauche ja die durchgezogene. Laut Aufgabenstellung soll das ja dann 3PT sein. So, und jetzt habe ich aber auch den inneren Teil. Also nehme ich jetzt innen drin das wieder raus, indem ich dieses Kästchen anklicke und das Kästchen anklicke. Und dann haben wir es bereits. Ebenso möchte ich noch innen drin meine Formatierung vornehmen. Das heißt, ich habe es ja noch markiert, gehe jetzt wieder auf Rahmen, Rahmenschattierung. So, und jetzt möchte ich natürlich nur 1,5 PT haben. Und hier geht es jetzt ja um die inneren. Der ist innere und der ist innere. Theoretisch könnte ich auch noch hier so eine Diagonale mit reinnehmen oder solche Diagonalen. Dann würde das jetzt so aussehen. Aber das wollen wir ja gar nicht, deswegen mache ich die Diagonalen wieder raus und zeige dir nochmal kurz, nochmal im Schnelldurchgang, wie das geht. Also Rahmen, Schattierung, entsprechend 1,5 PT einstellen, hier drauf klicken und hier drauf klicken und OK. Und fertig sind wir. Ja, nun möchte ich euch nochmal zeigen, wie man hier die Linienarten verändern kann.
Dafür muss ich natürlich jetzt erst einmal die Zelle oder die Tabelle, je nachdem, markieren. So, und dann gehe ich hier oben auf Entwurf. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, natürlich die Liniendicke anzutragen. Und da könnte ich jetzt hier auch die Linienart wählen. Zum Beispiel will ich eine gestrichelte Linie. So, und jetzt kann ich hier natürlich mit meinem Stift hingehen und da, wie wir es zu Beginn des Videos schon gesehen haben, jede Linie anklicken. Oder, um den Stift wieder wegzumachen, drücke ich die Escape-Taste. Alternativ, ich gehe hier oben jetzt in den Rahmen und sage, oben soll auch noch eine entsprechende gestrichelte Linie sein. So, wenn ich jetzt am Rand die Linie verändern möchte, dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt hier zum Beispiel eine Zicke-Zacke-Linie machen und dann soll hier oben in der Zelle links entsprechend die Zicke-Zacke-Linie sein. Und wenn ich jetzt sage, zum Beispiel hier jetzt, wenn ich das alles markiert habe, soweit, diese untere fette Linie, die soll jetzt noch anders aussehen, dann könnte ich hier wiederum auf Linienarten gehen und sagen, da soll jetzt zum Beispiel mal so eine Linie mit so einem dicken Strich dazwischen sein und muss mir nur die Linie aussuchen, die es jetzt sein soll. Hier wäre es jetzt die untere und schon hätte ich die Linienarten geändert. So kann man da also auch die Linienarten ändern. Ja, jetzt möchte ich nochmal in diesem Zusammenhang kurz sagen, diese Gitternetzlinien, die man hier unten hat, wo ja eigentlich beim Ausdruck gar nichts zu sehen ist, die kann man an- und ausstellen. Wie das geht, zeige ich euch nochmal kurz. Wenn ich jetzt also die Zelle markiert habe oder den Cursor hier jetzt entsprechend reingesetzt hat, gehe ich jetzt hier oben auf Layout und dann hast du hier oben Gitternetzlinien anzeigen. Und jetzt musst du mal gucken, was hier unten jetzt passiert, und zwar, wenn ich da drauf klicke, dann verschwinden sie, wie du siehst. So sieht es also aus, wenn ich jetzt entsprechend das ausdrucken würde. Da es aber teilweise vorteilhaft zu sehen, überhaupt wo welche ist, empfehle ich, die Gitternetzlinien drin zu lassen. Also klicke ich nochmal drauf, es ist dunkel unterlegt und damit ist Gitternetzlinien aktiviert. Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie man eine Tabelle farblich anders gestalten kann, beziehungsweise man nennt das auch Zellen schattiert. Ich markiere mir jetzt mal eine Zelle. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich hier Schattierung. Da kann ich drauf gehen und kann mir eine Schattierfarbe aussuchen. Diese Grautöne sind die üblichen. Und zwar, die nutzt man, wenn man jetzt irgendwo Ausarbeitungen macht, wenn man dann den Kopf beispielsweise in einer Tabelle hervorheben möchte, dann könnte man zum Beispiel jetzt hier Hintergrund 1 dunkler 15% wählen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ich markiere jetzt die nächste Zelle, indem ich die linke Maustaste drücke und dann rüberziehe, hier wieder auf den Eimer und könnte jetzt dem aber auch eine Farbe geben. Wenn mir die Farben nicht reichen, kann ich auf weitere Farben gehen, hier mir eine aussuchen oder entsprechend hier eine entsprechende Farbe wählen. Ich nehme jetzt mal die zum Beispiel. So, dann habe ich hier rosa. Alternativ könnte ich natürlich auch statt mit der linken Maustaste gehen, wenn ich es markiert habe, hier oben auf Schattierung gehen. Das ist die gleiche Funktion. Könnte also auch jetzt hier hingehen und sagen, ich mache das gräulich. Ich mache es mal wieder zurück, weil ich es ja nochmal gleich auf einen anderen Weg zeigen möchte. Ich bin jetzt auf den Pfeil für rückgängig gegangen. Und jetzt möchte ich euch nochmal eine dritte Möglichkeit zeigen. Ich kann hier wiederum auf Rahmen und Schattierung gehen, wenn ich meine Zelle markiert habe und habe hier Schattierung. So, und auch hier kann ich eine Füllung angeben und zum Beispiel gelb. So, hier sieht man schon, markiert wird die Zelle. Die ist jetzt gelb. Dementsprechend könnte ich diesem Gelbton auch noch ein Muster unterlegen, und zwar in Form von Linienart. Das heißt, hier ist zurzeit transparent, dann würde er nur gelb aussehen, aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier 20 eingeben, dann sieht man hier, dann ändert sich das Bild. So, das machen wir jetzt mal und schauen uns an, wie es dann aussieht. So, ich kann auch natürlich zwei Zellen gleichzeitig entsprechend schattieren. Statt über dieses kann ich ja, wie wir schon gelernt haben, auch über Rahmen reingehen, Rahmen und Schattierung, und habe hier die Möglichkeit, entsprechend mir die Schattierung auszusuchen.
Zum Beispiel nehme ich mir jetzt mal hier Blau raus und habe dann das Blau. Ja, und wenn du jetzt sagst, aber ich möchte diese ganze Tabelle in einer Farbe haben, könntest du natürlich jetzt wieder über die Funktion, über die Funktion, über die oder über die entsprechende Maustaste gehen. Ich nehme jetzt nochmal diese Funktion. Dann kann ich hier natürlich jetzt auch eingeben, erstmal die Farbe, zum Beispiel Orange. So, und jetzt kann ich hier auch die Tabelle eingeben. Dann hat er die ganze Tabelle. Wir schauen nochmal nach, wo der Unterschied ist. Wenn ich Zelle habe, dann sieht man hier entsprechend die Struktur der Tabelle. Und wenn ich Tabelle habe, dann ist es nur noch eine große Sache. Das heißt, die Struktur ist weg. Und wenn ich da drauf klicke, dann ist die ganze Tabelle markiert. Auch das, wo ich gar keine Markierung hin haben möchte, nämlich die Gitternetzlinien. Deswegen diese Sache mit der Schattierung der Tabelle würde ich nur dann machen, wenn es die ganze Tabelle ist. Wenn da etwas mit Gitternetzlinien gearbeitet wurde, würde ich jeweils das markieren und dann die Zelle markieren. Das möchte ich nochmal kurz zeigen. Ich könnte also auch hingehen und sagen, ich markiere jetzt hier nur den oberen Teil, gehe dann hier auf Schattierung und habe dann auch die Farbe. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ja, im Video 6, da werde ich dann die Textinhalte in die Tabelle schreiben, beziehungsweise das dann auch formatieren. Tschüss!